Ja, hallo. Na, herzlich willkommen zum vierten Tag Play Creative Gaming Festival. Ihr seid hier vor Ort mit vielen Menschen, viele Jugendliche sind hier und wir sind live im Stream vom Play Festival und von Ort Nina. Ich bin natürlich nicht Nina, wir haben nur ihren Kanal gekapert. Ich bin Andreas und freue mich, dass ihr alle da seid im Namen des ganzen Play Teams. Vielleicht guckt ihr auch gerade zu im Play Valley, das ist unsere digitale oder online Festival-Location. Da könnt ihr jederzeit vorbeikommen, die Spiele auch spielen, ausprobieren, angucken, die hier auch im Jupiter in der Mönckebergstraße 2 bis 4 zu sehen sind. Und neben dieser Ausstellung finden hier ganz viele Workshops statt. Es gibt Shows rund um Games, um das kreative Computerspielen. Ihr könnt Sachen selber ausprobieren, ihr könnt selber aktiv werden und das noch bis Sonntag, den 6.11. Also wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt und jetzt seid ihr ja schon da. Wie schön, dass ihr da seid. Jetzt finden hier nämlich gerade Schulworkshops statt und es sind zu Gast verschiedene Schulen, nämlich unter anderem die Stadtteilschule Meindorf, die Elisabeth-Lange-Schule, die berufsbildende Schule in Uelzen, die Stadtteilschule in Niendorf und die Klosterschule. Also ganz schön viel los hier und wir hoffen, dass das, was jetzt kommt, für euch interessant ist. Wir haben gute 30 Minuten Zeit, einen Beruf kennenzulernen, von dem ihr vielleicht gar nicht wisst, dass er was mit Games zu tun hat. Und auf den ersten Blick denkt man vielleicht so, hä, was ist das denn? Gehört das wirklich dazu? Qualitätssicherung, das hört sich so an, wie ich prüfe, ob irgendwie ein Produkt, was ich gerade gedruckt oder gepresst habe, geprüft wird darauf, ob es richtig ist. Nein, das gibt es auch bei Computerspielen und das ist vielleicht sogar der wichtigste Bereich bei Games überhaupt. Und wir sind zu Gast heute bei den Hausbesuchen bei Marco. Er ist bei Deep Silver Fish Labs der Head of Qualitätssicherung. Oder Marco? Hallo. Guten Morgen. Ja, fast. Head nicht. Ich bin Lead QA und ja, bei Fish Labs, genau, in Hamburg. Genau. Was ist denn das? Was machst du denn da? Du musst wahrscheinlich viel testen, vielleicht auch viel kommunizieren, mit anderen sprechen, dokumentieren. Woraus besteht so deine tägliche Arbeit? Ja, meine tägliche Arbeit, wie du gesagt hast, wie es auch in anderen Berufsfeldern ist, müssen Sachen natürlich überprüft werden. Und so klassisch startet mein Tag damit auch. Also ihr müsst euch vorstellen, über die Nacht werden immer neue Builds gebaut. Das Spiel wird halt mit den letzten Änderungen gebaut. Und wenn ich morgens reinkomme, dann schaue ich erstmal, ja, ist dieser Build überhaupt da? Wurde der gebaut? Und dann fange ich an, einen Smoke-Test zu machen. Also ich versuche halt in einer kurzen Zeit zu schauen, startet dieser Build noch, das Spiel noch, funktioniert soweit alles, die Features, kann man den Charakter oder ein Schiff noch bewegen, funktionieren die Gegner noch, schießt die Waffen noch, gibt es Musik und macht dann einen kurzen Check. Das dauert meistens so eine, sagen wir mal, eine Viertelstunde, 30 Minuten und dann weiß man erstmal, okay, soweit kann ich jetzt auch den Rest des Tages mit diesem Bild arbeiten und kann dann so ein bisschen in meinen weiteren Tagesverlauf starten. Und woraus besteht der dann? Also was ist dein weiterer Tagesverlauf, wenn du erstmal festgestellt hast? Also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, die Begriffe, die du gerade benutzt hast, also Builds und Smoke-Test, kannst du vielleicht noch einmal übersetzen und wie geht dann dein Tag weiter? Also ein Build ist, ist wirklich das, was man vielleicht auch hinterher als Endkonsument runterlädt, das ist das Spiel an sich und davon haben wir eine Development-Version, halt eine Version, die auch noch nicht für die Öffentlichkeit ist, die intern für uns ist, wo es dann noch so ein paar Spezialsachen gibt. Also man kann zum Beispiel ein Debug-Menü dann noch anmachen und Sachen, die man testet, schneller erreichen oder besondere Anzeigen anmachen, dass man vielleicht auch nur die Frames pro Sekunde sieht. Und das hilft uns halt einfach bei unserer Arbeit. Was war das zweite Wort, was wir noch hatten? Smoke-Test. Smoke-Test. Also Smoke-Test kommt, ja, wir schauen halt im Grunde genommen, ob das Spiel abraucht. Das kommt so ein bisschen daher. Also man versucht halt schnell festzustellen,
am Morgen, funktioniert denn unser Spiel noch mit den Änderungen, die über die Nacht oder am letzten Tag ins Spiel implementiert worden sind, auch bei neuen Features, also neuen Mechaniken, die in das Spiel von den Game Designern halt entwickelt worden sind. Und man schaut schnell irgendwie, hat das irgendwie einen Einfluss gehabt auf irgendwelche anderen Funktionalitäten im Spiel. Hört sich ja eigentlich nach einem Traumberuf an, jeden Tag spielen und testen. Ist das so? Ja und nein. Es ist, wir sind mit Sicherheit diejenigen auch in Games Development, die wirklich am meisten spielen. Aber wenn man dann ein Projekt natürlich begleitet über Jahre, dann kann das natürlich auch manchmal anstrengend werden, weil man Sachen natürlich immer wieder testet, immer wieder das Gleiche. Es ist, man braucht so ein bisschen einen besonderen Hang dazu, das wirklich auch durchzustehen über die Jahre. Und wahrscheinlich auch einen guten Ruhepuls, vermute ich mal. Wir können ja mal gucken, was ihr gerade so macht bei Deep Silver Fish Labs. Veröffentlicht als letztes habt ihr Chorus. Wir können da mal in einen Trailer reingucken für diejenigen, die das Spiel nicht kennen. Kann das sein? Kann eigentlich nicht sein. Eigentlich kennen es alle hier wahrscheinlich, aber wir können trotzdem mal einen Blick reinwerfen. This. Wenn du magst, kannst du auch ein bisschen was dazu sagen, während das läuft. Chorus haben wir letztes Jahr im Dezember veröffentlicht. Grundsätzlich auf allen Plattformen, die es eigentlich so gibt. Von Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, auf Steam. Im Epic Store und es ist halt über 4,5 Jahre im Grunde genommen entwickelt worden. Es ist ein Sci-Fi-Space-Shooter, wo man halt mit Nara auf eine Reise geht. Und Nara hat für einen Propheten halt damals schlimme Dinge getan und hat sich dann aber dazu entschlossen, diesen Kult zu verlassen. Aber der Prophet wird immer stärker und über die Jahre nimmt er immer mehr Raum in diesem Universum ein und sie entscheidet sich dann halt dagegen anzugehen und eine Revolution zu starten und Leute zu suchen, die ihr helfen, um die ganze Situation wieder zu verbessern für alle Menschen in diesem Universum. Und das, was wir jetzt sehen, dieses Gameplay, das ist ja sozusagen dein zweites Tätigkeitsfeld. Ne? Du zeichnest die Sachen auf oder du stellst auch die Videos zusammen, wenn ich das richtig weiß. Ja, das stimmt. Also nicht für alle Sachen, aber hat sich auch so über die Jahre entwickelt, dass natürlich, wenn ich am Spielen bin und über die Zeit, gerade auch in der QA, gehört man dann vielleicht auch zu denjenigen, die es am meisten spielen, vielleicht auch am besten spielen. Und da bietet es sich dann einfach auch an, dass man halt Material, Gameplay-Material captured, aufnimmt. Und gerade dann am Anfang, bevor wir dann wirklich in die eigentliche Trailer-Produktion gegangen sind, habe ich dann auch für sehr viele Inhouse-Videos halt angefangen, diese zusammenzuschneiden, damit wir die beim Publisher oder auch bei anderen Partnern halt präsentieren können, wie gerade der aktuelle Stand ist. Und das ist so ein bisschen auch zu meiner Leidenschaft an der Stelle geworden, also, wo ich gemerkt habe, das macht mir wirklich Spaß. Und es hat sich dann einfach so entwickelt. Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Stichpunkt. Ihr seid ein Entwicklerstudio und es gibt einen Publisher. Was ist denn da eigentlich der Unterschied für diejenigen, die das nicht wissen? Wie kann ich das am besten erklären? Also wir als Development Studio, wir produzieren wirklich das Spiel. Der Publisher sitzt mehr so ein bisschen am anderen Ende und arbeitet natürlich mit uns zusammen, gibt uns auch Tipps und Ratschläge, was wir denn vielleicht auch für ein Spiel machen
sollten oder könnten und wo unterstützt uns auch bei externen Tests und wo dann einfach mal geschaut wird, ja, wie gut steht ihr da eigentlich mit eurem Spiel oder was fehlt vielleicht noch? Und ganz am Ende geht es auch wirklich darum, über Brand und Marketing so ein Spiel halt dann einfach auch zu releasen. Und da wird dann uns einfach auch geholfen, das Spiel an die breite Masse auszuliefern und über Sony oder Microsoft zur Verfügung zu stellen. Ja, vielen Dank für die Erklärung, aber jetzt nochmal zurück zu deiner Arbeit. Du sitzt da jetzt gerade im Büro. Ja. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was umgibt dich dort? Was machst du, wenn du kommst? Wie viele Geräte musst du einschalten? Und wie sieht deine Arbeitsumgebung so aus? Meine Arbeitsumgebung, also das, was gerade auch Jugendliche vielleicht irgendwie auch aus den Streams von ihren Lieblingsstreamern kennen. So ein bisschen sieht es auch hier aus. Also ich sitze hier vor zwei großen 4K-Monitoren und noch einen etwas kleineren 1080p-Monitor. Ich habe im Prinzip einen Haupt-PC, an dem ich rechne oder arbeite und was auch ein ziemliches Biest ist. Man könnte sagen, es ist eigentlich ein Gaming-PC. Dann habe ich noch einen weiteren PC, an dem ich nochmal andere Sachen teste für Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann habe ich um mich herum noch etliche Controller. Ich habe hier ein paar Testkits stehen, also gerade auch eine PS5 und noch eine PS4, eine Xbox Series X, Xbox Series S und Kopfhörer, weitere Tastaturen, also ich brauche meistens einen sehr großen Schreibtisch, wenn ich sogar noch einen halben Schreibtisch nehme dazu, damit ich alles, was ich so habe, hier unterkriege. Hört sich nach einem Traum an. Vielleicht ja. Kannst du trotzdem nochmal beschreiben. Also ich stelle mir jetzt vor, ihr seid im Entwicklungsprozess, habt ein neues Spiel irgendwie in Arbeit und du sitzt da dran und findest Bugs an bestimmten Stellen, die da nicht hingehören. Was machst du dann? Ja, für uns geht es dann um die Kommunikation und beziehungsweise Dokumentation zu den Designern oder auch Developern. Und dafür haben wir dann halt ein Tool. Das nennt sich bei uns ein Bug-Tracker. Wir benutzen dafür Handsoft. Das ist im Grunde genommen gleich zwei Sachen: ein Projektmanagement-Tool, wo halt unsere Projektmanager die ganzen Tasks verwalten, an denen die Designer, Developer, Artists arbeiten. Aber für uns ist da halt auch ein ganzer Bereich drin, wo wir halt unsere Bugs eintragen. Und da geht es dann halt darum zu dokumentieren, was denn eigentlich der Fehler ist, wie man den reproduziert, wie schwer der Fehler ist. Und das schreiben wir dann alles runter und versuchen rauszukriegen, wer beispielsweise an dem Problem zuvor gearbeitet hat oder das vielleicht auch verursacht hat und weisen dann am Ende des Tages dieser Person den Bug zu, damit er halt das Problem lösen kann. Und das kann dann mal ganz schnell gehen, mal kann das auch ein bisschen dauern, weil das dann auch darum geht, irgendwie, wie schwerwiegend ist der Fehler, fixen wir das oder reparieren wir das jetzt oder erst in ein, zwei Wochen, wenn wir da vielleicht mehr Zeit zu haben. Und dann bekommen wir so einen Fehler dann meistens irgendwann zurück. Und wir halten dann ein Auge drauf, das taucht dann bei uns in der Liste auf, mit einem Status Verification. Das heißt für uns, okay, dieser Bug wurde jetzt gefixt und wir müssen jetzt mal schauen, mit dem nächsten Bild sollte das eigentlich drin sein. Und können wir das uns heute oder morgen schon anschauen? Und das ist dann so ein bisschen, was dann im Verlauf des Tages kommt. Also morgens haben wir meistens das Smoke-Testing. Danach gehen wir generell eigentlich auch in Stand-Ups mit rein. Wir haben eine Embedded QA. Das heißt, wir arbeiten oder haben für jedes einzelne Team haben wir einen dedizierten QAler, der halt dann da mit drin sitzt. Und nach diesen Stand-Ups dann am Morgen, wo Sachen halt besprochen werden, an denen gerade gearbeitet wird, dann konzentrieren wir uns halt mehr auf diese Bugs, die in Verification sind. Und das ist dann halt für uns, dass wir den Bild nochmal starten und dann schauen, okay, wo haben wir das damals gefunden? Können wir das noch reproduzieren? Oder ist dieses Problem jetzt wirklich behoben?
der Fix, also die Änderung, hat die vielleicht noch ein Impact oder hat die dafür gesorgt, dass an irgendeiner anderen Stelle vielleicht etwas kaputt gegangen ist? Oder ja, ist das jetzt wirklich alles in Ordnung und wir können das Problem im Grunde genommen schließen? Und dann schauen wir uns das an, dokumentieren da nochmal so ein bisschen nach irgendwie, was da vielleicht unsere Erkenntnisse sind, ob es auch wirklich gelöst ist oder ob es vielleicht immer noch ein Problem gibt oder ein neues Problem. Dann geht das Ticket, der Bug entweder nochmal an den Developer zurück oder schließlich und endlich schließen wir dieses Problem dann und dann ja, sind wir damit durch. Und das können dann aber am Tag natürlich auch weitaus mehr Tickets sein, als man denkt. Also je mehr wir finden, je mehr kriegen wir auch am Ende des Tages unter Umständen zurück. Und das verfolgt uns dann so ein bisschen über den Tag, dass wir dann teilweise ja, 20 Tickets haben oder auch mal mehr. Und dann in meiner Position als Lead, ich hatte dann für Chorus beispielsweise 3 bis 4 Leute, die dann für mich in der QA auch gearbeitet haben, hier intern bei Fish Labs. Und dann versuche ich halt zu koordinieren irgendwie, wer kümmert sich denn jetzt so um welche Bugs und wer schaut sich am besten nochmal was an. Da muss man dann so ein bisschen unterscheiden, wer vielleicht auf welcher Plattform arbeitet, ob einer sich jetzt vielleicht mehr auf die Streaming-Dienste konzentriert oder auch auf einer Konsole sitzt, mehr auf Konsole testet, auf der PS5 oder auf der Xbox Series X. Und dann schaut man einfach mal irgendwie, ja, was sonst noch anliegt, aber auch ob das reinpasst, was für einen zeitlichen Aufwand das vielleicht auch unter Umständen hat, weil manche Sachen kann man unter Umständen ganz schnell testen und dann ist man da innerhalb von 5 Minuten durch. Andere Sachen benötigen aber eine wesentlich größere Vorbereitungszeit, damit man an diese Stelle im Spiel kommt, wo man das dann auch wirklich halt ja, reproduzieren kann oder nachkontrollieren kann, ob das denn auch gelöst ist, dieses Problem. Ja, ihr merkt schon alle, da sind viele Begriffe und viele Tätigkeiten im Berufsalltag, die sich dann so einspielen, wo man irgendwie tatsächlich sehr stark im Team arbeiten muss. Also wenn ihr das jetzt mal auf die Schule übertragt, keine Ahnung, ihr bereitet ein Referat vor oder ihr müsst irgendwie ihr macht ein Projekt. Und ihr trefft euch sozusagen immer im Team und jeder von euch hat irgendwie eine Aufgabe. Und ihr müsst ständig irgendwie miteinander kommunizieren und das Ganze auch noch dokumentieren, also immer noch festhalten, damit ihr in der Woche noch wisst, was ihr da eigentlich gemacht habt. Also ein relativ komplexer, schwieriger Prozess, aber der am Ende dann immer gemeinsam zu einem Ergebnis führt. Und das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwie euch mal in etwas rein konzentriert habt, wie schön das am Ende ist, wenn es dann auch fertig ist. Obwohl es ja dann so ist, bei einem Computerspiel heißt es ja noch lange nicht, dass dann damit alle Fehler weg sind. Also das kennt ihr alle, die ihr spielt, dass Computerspiele ja an bestimmten Stellen trotzdem noch Fehler haben und man sich auch freut, diese zu finden und mitzuteilen und so. Marco, wie bist du das denn eigentlich geworden? Also ich stelle mir jetzt vor, ich gehe in eine Berufsschule und sag guten Tag, ich möchte Qualitätsmanager für Computerspiele werden. Geht das? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es das auch noch so. Aber es ist häufig so, dass in der Quality Assurance oft die Leute Quereinsteiger sind, aber auch Leute, die das wie so ein bisschen die Möglichkeit haben, so den Fuß in die Tür zu kriegen. Also es sind sehr viele Leute, auch in der Vergangenheit, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die zum Beispiel auch ein Game Design Studium gemacht haben und dann erstmal schauen wollen irgendwie, ja, wie komme ich denn überhaupt direkt mal an einen Job ran in der Games-Branche? Und ja, dann sehr viele von meinen Arbeitskollegen ja, haben so angefangen und sind dann in der QA gelandet, obwohl sie jetzt auch zum Beispiel Audio Director sind und da arbeiten. Aber für mich in dem Falle, ich bin Quereinsteiger und ich habe ursprünglich mal bei der Deutschen Bahn eine Ausbildung gemacht nach meinem Realschulabschluss und bin Energieelektroniker für Anlagentechnik geworden, habe dann danach
alles Mögliche gemacht in meinem Leben. Bin mal in einem Kinderheim gewesen, habe da halt gearbeitet als erziehungspädagogischer Helfer, habe als Haustechniker in einem Tagungshotel gearbeitet, in der Gastronomie, Zeitarbeit, habe als Elektriker nochmal gearbeitet auf Baustellen. Und irgendwann war für mich so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, naja, ich möchte vielleicht nochmal ein bisschen was anderes machen, was mich vielleicht auch ein bisschen mehr fordert, wo ich meinen Kopf anstrengen muss, aber was auch so, ja, mich einfach ein bisschen mehr interessiert, auch mit meinen Interessensgebieten, die ich einfach hatte. Und ich habe halt von klein auf halt immer sehr viel gespielt und ich habe dann mein Glück versucht und bin dann mit relativ spät, mit 28, habe ich dann diesen Schritt gewagt und hatte das Glück, dass ich dann auch in der Kuh anfangen konnte, auch hier bei einem Hamburger Unternehmen. Und dann hat sich das für mich so ein bisschen weiterentwickelt und ja, habe da erstmal als Praktikant sogar angefangen und dann hat man, oder die Jungs und Mädels haben mein Potenzial gesehen nach kurzer Zeit und haben dann angefangen, ja, mich zu fördern, mich fest einzustellen und da startete so ein bisschen die Reise für mich und habe dann bei verschiedenen Unternehmen hier in Hamburg gearbeitet, bin auch noch mal so ein bisschen aus der Games-Branche raus, weil ich auch noch mal schauen wollte, was gibt es da noch da draußen ich sag mal, im Bereich IT, was kann man da so noch testen? Kann ich da vielleicht auch noch was lernen? Und ja, habe so meine Erfahrungen gesammelt, aber mich dann irgendwann dazu entschlossen, okay, eigentlich in der Games-Branche gefällt es mir noch so ein bisschen besser und ich glaube, ich möchte dahin zurück. Und habe dann ja vor ein paar Jahren das große Glück gehabt, dass ich hier bei Fishlabs anfangen durfte. Und das war auch immer so mein Ziel. Also ich habe sehr viel auch im Mobile Development gemacht für Android, iOS, für Facebook mal ein Spiel, Skill Gaming im Webbrowser dafür Spiele getestet. Aber es war halt immer so mein Ziel für Computer und Konsolen, auch mal ein Spiel irgendwie ja, mit dran zu arbeiten und das zu releasen. Und das habe ich dann fröhlicherweise oder glücklicherweise letztes Jahr dann ja, geschafft, dass ein Spiel, an dem ich gearbeitet habe, dann auch auf PC und Konsole veröffentlicht wurde. Ja, also du hast wirklich viel in der Berufswelt quasi gesehen und kennengelernt. Das ist sehr spannend und ich glaube auch für viele, die zugucken, die hier sind, interessant, dass es nicht sozusagen immer ein gerader Weg sein muss, um irgendwo zu landen, was man gerne machen möchte. Und gerade vielleicht auch, wenn man in der Games-Branche was machen will, dass es darum geht, ja auch andere Erfahrungen gemacht zu haben vorher und vielleicht auch andere Dinge zu kennen, als sozusagen nur fixiert auf eine Sache. Ich frage mal, ob es schon unter euch hier Fragen gibt. Im Chat ist schon was aufgetaucht, aber vielleicht habt ihr hier spontan schon etwas, was ihr gerne von Marco wissen wollt, was seinen Beruf angeht, was er tun muss, ob er, keine Ahnung, wie viele Fehler er schon mal gefunden hat an einem Tag oder so. Wenn ihr erstmal noch keine Fragen, denkt mal kurz drüber nach. Im Chat gibt es die Frage, ob ihr auch mit InfluencerInnen zusammenarbeitet oder externen ExpertInnen zusammenarbeitet. Also Personen, die zum Beispiel Teil 1 und 2 einer Serie rauf und runter auf YouTube gespielt haben. Es kommt immer darauf an, aufs Projekt, aber das hat es für Chorus in dem Falle nicht gegeben. Aber wir arbeiten mit externen Unternehmen beispielsweise zusammen, die darauf spezialisiert sind, die dann aber auch ja, Leute einladen. Das können dann auch Influencer beispielsweise sein, die sich dann irgendwie das Produkt zu einem gewissen Zeitpunkt im Development anschauen und dann auch einfach mal ihr Feedback geben. Das kann dann ja auch einfach interessant sein, weil das Leute sind, die das Genre wirklich lieben und ähnliche Spiele halt gespielt haben in der Vergangenheit. Bei uns waren das aber nicht Leute von der Straße, aber das waren ausgesuchte Leute, die aber jetzt nicht unbedingt in dem Sinne Influencer waren. Für uns war es dann aber schön, beispielsweise, dass wir ja, nach dem Release, obwohl wir halt auch wirklich nichts dafür bezahlt hatten, dann große Streamer dann plötzlich unser Spiel auch gespielt haben. Und das war dann auch ja, für alle Leute hier im Studio
sehr schön zu sehen, einfach, dass etwas, woran man so lange gearbeitet hat, dann ja zumindest bei manchen Leuten Anklang gefunden hat und dann selbst Streamer, die man selbst gerne schaut. Ich bin auch immer wieder auf Twitch unterwegs und gucke mir Leute an. Und ja, dass dann gerade auch diese Streamer, die man selbst verfolgt und sich anschaut, die auf einmal das Spiel spielen, an dem man 4,5 Jahre gearbeitet hat. So. Das muss ein angenehmes Gefühl sein, ja. Das war super. Also. Ja, ich gucke noch mal in die Runde. Gibt es Fragen? Sergej hat ein Mikro in der Hand und gibt es weiter. Mann. Wie viel man verdient? Wie viel man verdient, ja. Die Klasse, die klassische Frage, ja. Die klassische Frage. Also ich kann davon sehr gut leben. Es ist natürlich immer schön, noch mehr zu verdienen. QA ist vielleicht, das muss man ehrlich sagen, eher am unteren Segment, wenn man das ja, sich anschaut, was man hier noch für Berufe auch ja, neben sich hat. Und zum Beispiel, ich bin natürlich jetzt nicht studiert, ne? Und wenn man dann einen studierten Programmierer hat oder auch die Designer, Artists, die da natürlich wesentlich mehr Zeit rein investiert haben und Geld unter Umständen, diese Leute bekommen dann im Gegensatz zu mir vielleicht auch noch mal eine Ecke mehr Geld. Aber am Anfang ist es hart, es ist recht weit unten angesiedelt erstmal, wenn man in der QA anfängt. Aber es gibt da auf jeden Fall Raum nach oben und ja, auch die Jahre, die man vielleicht irgendwie da rein investiert hat und seine Erfahrungen gesammelt haben, davon profitiert man dann auch einfach. Grundsätzlich ist es so, dass im Games-Bereich die QA vielleicht auch noch mal ein bisschen weniger verdient als auf dem freien Markt, aber man kann auf jeden Fall damit überlegen, ohne jetzt genaue Zahlen irgendwie zu nennen. Gestern war ja Katrin Radke hier, die ist Spieleprogrammiererin, hat lange in einem kleineren Studio gearbeitet. Sie hat ehrlich gesagt auch keine Zahlen genannt, aber sie hat gesagt, zum Beispiel als Programmiererin würde sie außerhalb der Games-Industrie mehr verdienen, als sie dort verdient. Keine So ist Ahnung. es in den meisten Fällen vielleicht auch für die QA. Und dann vielleicht auch, also da muss man echt unterscheiden. Also wenn man so eine Qualitätssicherung für eine Bank oder zum Beispiel auch, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, für einen Lotterieunternehmen gemacht hat, da geht es dann schnell ja auch um ja, Millionen Einnahmen, die da generiert werden. Und da muss dann auch einfach alles stimmen, ne? Also da steht man dann auch mit seinem Namen fürs Produkt und auch für die Qualität und dass da keine Fehler sind. Dass es nicht dazu kommt, dass große Verluste auf einmal aufgrund irgendeines Bugs, der existiert, ja, dann auf einmal aufs Unternehmen einprasseln. Ähnlich ist es bei uns auch, ne? Also es gibt natürlich aus der Vergangenheit auch so Beispiele, wo Spiele vielleicht einfach nicht ausreichend getestet worden sind, veröffentlicht worden sind, häufig verkauft worden sind dann auch erstmal, aber wo die Leute ja dann ihr Geld zurückverlangen, weil die Qualität einfach nicht gestimmt hat, weil man es einfach noch nicht so spielen kann, wie man es eigentlich spielen sollte und die Probleme einfach so massiv sind, dass die Leute mit dem Produkt nicht zufrieden sind. Und das versuchen wir halt zu verhindern. Also wir versuchen, das Bestmögliche rauszuholen, damit möglichst keine Fehler im Spiel sind, das Spiel auf allen Plattformen von Anfang bis Ende gespielt werden können und dass die Leute Spaß haben. Also Feedback ist auch so eine Geschichte, gerade QA, wir spielen es am meisten. Wir werden häufig dann auch gefragt und geben proaktiv unser Feedback an die Designer, um denen einfach auch zu sagen, da stimmt was noch nicht. Ich glaube, wir können da mehr rausholen. Überlegt euch doch nochmal was irgendwie. Und genauso werden wir dann auch gefragt. Umgekehrt, ja, was denkt ihr denn, was könnte man da noch machen oder was sollten wir vielleicht machen? Und das ist dann halt das Schöne auch, ne? Also wir arbeiten direkt mit den Leuten zusammen, die da auch die Ideen haben oder auch die Ideen umsetzen. Und es ist halt ein sehr schöner Beruf an der Stelle, weil man auch mit allen Leuten aus dem Team einfach mal Kontakt hat und da ja seinen Input auch an die Leute geben kann.
Genau, das ist nochmal ein guter Werbeblock für diesen Beruf. Es gibt auch online noch die Frage, wie es mit der Option auf Homeoffice aussieht. Das weiß ich bei euch, dass es die auf jeden Fall gibt. Die ganzen Testgeräte und so weiter stehen. Es gibt hier noch eine Frage aus dem Publikum. Genau, kurz vor mir, hallo Marco, als Chorus-Fan die Frage an dich hier. Das Spiel wird ja irgendwann vom Schwierigkeitsgrad schon ein bisschen knackig. Wenn du das getestet hast, hast du das dann brav bis zur Stelle gespielt oder doch schon ganz schnell irgendwann in den Developer-Modus gewechselt und dich durchgeglitscht? Nee, tatsächlich nicht. Also klar, wenn wir manche Sachen mal testen, da ist es dann vielleicht notwendig. Aber nein, QA spielt im Grunde genommen oder auch, ich habe mein Team angehalten, es halt ohne God-Mode beispielsweise zu testen. Wir sind aber an der Stelle so ein bisschen aus der Gleichung an einem gewissen Punkt raus. Dadurch, dass wir das so extrem viel spielen, kennen wir halt alle Tricks und Kniffe. Und wir sind ab einem gewissen Punkt zum Beispiel im Development nicht mehr in der Lage, da genau für diesen Fall ein qualitatives oder ein wirklich gut aussagekräftiges Feedback zu geben, ob das Spiel zu schwierig ist. Dafür haben wir dann aber auch zum Beispiel dann ja externe Testruns, Form Release, wo dann, das passiert dann auch meistens in den letzten Monaten, bevor so ein Spiel released wird, wo wir das Spiel rausgeben. Das sind dann teilweise auch nochmal professionelle Tester, aber auch Leute, die vielleicht nur das Genre spielen und die spielen das komplett dann nochmal durch und geben uns dann explizit ja auf solche Fragen dann auch nochmal Feedback. Und dann wird geschaut, gibt es Stellen einfach, die so schwierig sind, dass die Leute auch sagen, beispielsweise, okay, ich bin bis Punkt B gekommen, aber an der Stelle war es so schwierig, hätte ich jetzt nicht den Ehrgeiz gehabt, hätte ich wahrscheinlich das Spiel zur Seite gelegt. Ist es immer schwierig, jeder spielt ein bisschen anders und stößt vielleicht auch an anderen Stellen an seine Grenzen. Aber es gibt natürlich auch so Krachermomente, die dann so schwierig sind, dass man dann wirklich was machen muss. Und dann ja, setzen sich unsere Designer nochmal dran und schauen dann in ihre Excel-Tabellen und überarbeiten dann nochmal besondere Stellen im Spiel und versuchen die dann zu vereinfachen, anzupassen, vielleicht Sachen auch noch sogar noch mal ein bisschen schwieriger zu machen. Und das ist bei Chorus auch geschehen. Alles kurz vor knapp, aber das gehört einfach auch mit dazu. Aber wie gesagt, für uns ist es nach Jahren, wir huschen da manchmal so durch und selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil wir es einfach ja dann ein paar hundert Mal schon gespielt haben. Ne? Gut, ja, Marco, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in den Beruf, in deinen Beruf, der tatsächlich sehr, sehr wichtig ist für das Entwickeln von Spielen. Ich glaube, ohne euch gäbe es die nicht oder zumindest müssten dann die Publisher ständig Geld zurückzahlen. Das könnte sein. Vielen Dank für diesen Einblick und man findet dich, weiß ich nicht mehr, wo findet man dich, bei Twitter? Da findet man mich auch, aber ich sag mal, ich bin jetzt nicht der Social-Media-Affinste und poste ewig Sachen. Aber grundsätzlich, wenn ihr meinen Namen irgendwie googelt, werdet ihr mich finden auf Xing, LinkedIn. Schreibt mich gerne an oder edit mich. Ja. Gut, ja, vielen Dank an dich. Vielen Dank an euch alle. Hier vor Ort geht es jetzt weiter mit einer Pause. Ihr könnt spielen, ihr könnt Mittagessen, was auch immer. Das könnt ihr im Stream natürlich auch. Und wir sehen uns später wieder. Kommt zu Play und habt noch Spaß. Bis dann. Tschüss. Tschüss.